Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung, heute mal mit dem K700. Hier mit dem Markenemblem der Firma Lizard. Das Ganze ist ein russischer Großschlepper, kann man so sagen. Und hier ist ein Modell, das ist richtig schön gearbeitet. Also ihr habt mega viele Configs, ihr habt Detailreichtum ohne Ende. Ne? Also ein richtig geiles Modell. Und wer so ein bisschen auf die älteren Maschinen steht, wie wir oder wie ich, na, das ist ein Muss, das Ganze. Ne? Gerade wenn es so gut gearbeitet ist wie das Gerät hier. Heiligs Blechle, sage ich da immer. So, in der Standardversion kommt er mit 220 PS, manuelle Lastschaltstufen, schweres Wort wie immer. 54 Liter Tank, 33 km/h schnell, 14,2 Tonnen schwer. So, aber gucken wir mal zu den Configs. Lackierung, und da gibt es viele, viele Varianten. Ne? Das ist so die Variante, wie ich es eigentlich auch kenne. Ne? Ihr könnt den Gelb und ihr könnt den dunkleres Gelb und Rot, Grau, Grau. Sonderlackierung haben wir dann noch und Exportlackierung und schlag mich tot. Ne? Da könnt ihr euch mal durchsippen. Da gibt es viel zu entdecken. Motorausführung haben wir einmal mit 240, 265, 290 PS. Reifenvarianten. Da können wir einmal mit Radkappen, mit Gewichten. Gewichte hinten, Gewichte vorne, Gewichte überall. Gewichte, Gewichte, Gewichte. Zwillingsreifen, Breitreifen, Breitreifengewichten und so weiter und so fort. Ich schalte jetzt einfach mal durch. Ups, da waren wir schon durch. Da könnt ihr euch konfigurieren, wie ihr haben wollt. So. Externe Abziehbilder. Dann können wir einmal noch so ein Türlogo verpassen. Macht er das eigentlich beidseitig? Nope. Macht er nicht. Da kann dann also noch so ein Türlogo dran knallen. So. Ach, linke Tür. Rechte Tür. Nummer 2. Ach, das ist dann nur auf der rechten Tür. Ah, Moment. Oh, meine Maus will heute nicht so richtig. Genau. Also da könnt ihr auch noch Zahlen verpassen. Ups. Wie es genehm ist. So, Innenrahmenvariante haben wir noch Design 1. Müssen wir mal ein bisschen hier. Mensch, was ist denn heute noch mit der Maus los? Das ist ja furchtbar. Die ist noch müde. So, Design 1. Das muss ich mal zurücksippen. Ach so, da macht er so verschiedene Sachen wie, da ist ein Gehörschutz und so weiter. Da könnt ihr euch also die Kabine noch ein bisschen ausstatten. Sehr, sehr schön. So, Dachvariante. Ups. Da setzt man dem Ganzen noch ein Lüfterchen auf in verschiedenen Versionen oder so ein langsamen Warndreieck. Aufbauvarianten. Wir können dem noch einen Käfig verpassen. Ne? Also auch das können wir machen. So, das ist möglich. Rundumleuchten können wir eben noch geben in verschiedenen Versionen. Halt so. Äußeres Design können wir noch ändern. Ne? Wir können den so Werkzeugkisten dranpacken. So. Haubendesign können wir auch noch ändern. Wir können den einmal die Haube öffnen, wir können den so einen Motorschutz für den Winter verpassen. Das ist auch möglich. So, Diesel. Wir können den Dieseltank hochgraden. Ne, 400, 500, 450, 470, 490, 510 Liter sind da möglich. Wir können. Und das ist jetzt die Farbe für den Sicherheitsbügel. Wenn jetzt quasi das Ding gelb ist, können wir jetzt einen gelben Sicherheitsbügel nehmen. Jetzt muss ich nur gerade das Ding wiederfinden. Genau, da ist er. Ne, kriegt er den auch in Gelb hin. Auch das ist möglich. Und wir können den Ganzen noch ein Kennzeichen verpassen. Aber schauen wir uns das Ganze mal in Game an. So, da ist er. Da steht er. Und ja, also, wow. Einfach nur wow. Das sieht richtig, richtig schön aus. Da kann man nicht meckern. So, Einstiegsauto, Einstiegsautomatik, Einstiegsanimation, also Männlein macht Tür auf und beim Aussteigen dasselbe Spiel. Sehr hübsch. So, der Innenraum. Und Heilige Marie, ne, der ist jetzt mit Ausstattung, hatte ich den mal gewählt. Also hier mit Feuerlöscher und Kopfschutz und Kanister und Co. So, huha, das sieht echt schön aus. Da bleibt kein Wunsch offen. Aber Leute, lauschen wir auf den Sound und das ist das Geilste an der Maschine. Ich finde den so mega. Also auch mit dem Druckluft und oh. So, unten die Wellen, die machen natürlich auch, was sie sollten, ne? Also da spielt alles schön mit. Perfekt. Richtig schön. Ein schönes Modell.
stelle den jetzt einfach mal hier hin. Damit wir mal einen Blick auf die Beleuchtung schmeißen können. So, das ist jetzt so das Standardlicht. Dann haben wir einmal Arbeitsbeleuchtung. Das funktioniert. So, Rundumleuchte habe ich jetzt gar keinen gegeben. Doch, da hat eine. Die tut auch, was sie soll. Und Hupen tut er auch. So, kommen wir mal fix ausmachen. So, das Ganze. Einmal kurz den Blick in die Lok. Ist natürlich auch fehlerfrei. Oh, schönere Ansicht. Jo, bleibt mir an der Stelle, mich noch beim Motor zu bedanken für die Bereitstellung des tollen Mods. Euch viel Spaß zu wünschen beim Einsatz mit dem K700. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Mod-Vorstellung. Es grüßt euch selber. Ciao, ciao.